Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Galaxy. Endlich wieder zurück, mit so lang mitgezockt. Lang nicht mehr Super Mario Galaxy. Jetzt Super Mario Galaxy eh wieder seltener. Weil zwei andere Projekte jetzt laufen haben. Und zwar Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in London. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich mir das Spiel kaufe. Auch für den. Da war ich noch extrem hohen Preis von 60 Euro. Aber das wird eh sehen, wie gut das ist. Ich habe jetzt erstmal ein paar Parts aufgenommen. Ein Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und hat mich freuen, wenn ihr euch anschaut. Er kommt gut sein. Risikokomet, die Bedrohung. Risikokomet muss das alles schaffen mit nur einem einzigen Kraftpunkt. Da kann ich ja nicht mehr dazu kriegen. Ich kann nur verlieren. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht. Auf jeden Fall ist vorderdrin. Oh, das war jetzt fies. Das war jetzt extrem fies. Boah. Das ist unfair. Oh, na. Muss ich nochmal machen. Eieiei, ich hoffe, die Eier sind das so sehr dran. Eieiei. Was soll ich da noch sagen, Leute? Zu erleben, also Leben im Überschuss haben wir Super Mario Galaxy nicht. Wow. Naja, auch ein Trick ist auch ein besseres. Was ist denn los? Na, das ist ein Wahnsinn.
verschreitet die Hälfte des Parts mit dem Scheiß. Das hört jetzt mal nicht gut. Geh, Kim. Geh nah. Yes. Schwere Geburt, extrem schwere Geburt. Super, den Patches fehlen auf einmal. Traurig. Sehr traurig. Gleich einmal weiter auf die nächste Welt. So, ja, haben wir da noch. Bose Sternenfabrik. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Es ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Ich habe aber endlich mal ein Bowser-Feeling. Und ein Leben können wir immer brauchen. Das ist wirklich mal ein Bowser-Feeling. Heide! Ich habe nicht hochspringen da. Das war jetzt ein Fehler. Super. Was muss ich noch mit Brenner und Lava fliehen? Jetzt macht das besser. Gehen wir den extra Weg. Kamera auf. Puh. Lol. Boah, was war denn das hier? Was du willst,
Na cool. Wow, Bowser lässt es mich auch schon. Aber da war nichts Gutes im Sinn. Weit gekommen. Dich werde ich zerquetschen und dann die Fetzen im Weltall verteilen. Das ist ja wieder Finalkampf. Da muss man auch die Flächen dort rein. Und da und super. Haben wir nur null Leben. Ja, schnell, ich möchte Maxi-Pütze um. Wow. Auf ein zweites, auf ein besseres. Und jetzt frittieren wir dies. Reptil. Ich glaube, so ein Wasser auf Schildkröten. Aber die Mario-Spiele heutzutage sind schon relativ brutal, gell? So, jetzt wissen wir, was wir da müssen, geht das Ganze viel leichter und schneller. Ah, jetzt müssen wir mal ausweichen. Wieder wie ein Gumba. Mal schauen, dass ich noch zu erwischen. Super, jetzt ist er da hin. Jetzt ist er da hin. Bei uns brennt der Schwanz dann. Oh, jetzt tut mir schon wieder weh. Wer fliegt jetzt im Weltall? Ach, ist das mies gelaufen, mein Deutsch. Aber mein Plan kommt gut voran.
Mario, glaubst du, du kannst mich aufhalten? Tinder, Schaden wird man klug oder Boso lernt nie. Jetzt verraten sie über seinen Plan. Und dann fangen wir über das Trinken an und der Plan daneben geht. Und so, da bin ich früher immer doch bei den Kinderserien. Das erste Viertelstunde erklärst du einen Plan, wirst du umbringen und wirst die Weltherrschaft holen. Und dann können wir ihn umbringen. Man erklärt einmal die. Da ist so Kugel im Kopf aus. Nicht, ja, ich werde da jetzt Bestien betäuben und dann haue ich da Kugel in den Schädel ein. Und wenn das natürlich verzögert, schlaft er ein und rennt davon. Ach, ich verstehe die Welt nicht. Die Küche. Und ab jetzt ist blind. Leider habe ich noch nicht gespielt. Ab jetzt ist komplett blind. Bla bla bla. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal ganz dringend leben. Glaube ich, kriegen wir. Ja, stehen in Kraftzeit und Universum, wie es mir schaut, da finde ich eine großartige Person wieder, so groß war ich es nicht. Und die verkauft kriegen nicht viel, außer 500 Euro an der Stand. Kriegen alle Ziele, die kriegt Ziele, hat sie verdient. Oh, und das sind Peach, glücklicher Money. Ich mag, ich bin der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich gekommen. Ich bin im Moment an einem Ort ganz weit weg, aber das ist schon in Ordnung. Du wirst mich bestimmt retten können. Ich glaube fest daran, Pierce. Ich habe dir mit diesem Brief was mitgeschickt, ob ich dir will. Ein Apfel, das ist ein Stück. Yeah, nehme ich. Sie hat dir gleich mitgeschickt, der Kino. Was feiert der? Und auf einem Pilze reinblasen hat sie auch bloß. So fett ist der Kino. Sehen wir sie da noch? Zweimal, one art. Der Dreisprung ist gescheit. Jetzt gehen wir mit da durch. Dann haben wir wieder ein Level up. Cool. Gefährlich, aber lustig. Wow. Ich möchte jetzt wissen, was da, was da gar nicht geht. Ob sie das was bringt. Okay, wir sollen auch noch Kuppel, okay. Naja. Und da mal weiter. Was sagen wir mit einer Galaxie, ja. Aber in der Zeit. Glasstrandgalaxie. Was bitte da am Meeresboden? Und die Sterne. Das Sternteilchen da. Ich hoffe Mario 3D und Schwimmer.
Bezirksregione. Au, du extra Wort. Der ist mein Martin. Vielleicht da irgendwas.